Zwangsdigitalisierung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir wollen uns heute zum Thema Zwangsdigitalisierung unterhalten. Und ich bin Rainer von Aktion Freiheit statt Angst. Wir sind ein Verein hier in Berlin zu Überwachungsgesetzen, Privatsphäre und dem Schutz unserer Grundrechte. Über die vielen Möglichkeiten, die uns Computer, Smartphones und Handys bieten, da erfahren wir ja ständig in den Medien. Über die Risiken bei der Benutzung wird oft geschwiegen. Wir haben uns auf unserer Webseite unter der Rubrik Zwangsdigitalisierung bereits mit zwei wichtigen Beispielen befasst. Da ist einmal der Zwang zur Steuererklärung mit Elster. Sie alle leiden wahrscheinlich jährlich einmal mindestens darunter, mit Elster ihre Einkommensteuererklärung zu machen. Gewerbetreibende oder Selbstständige haben noch viel mehr Probleme, weil sie auch andere Sachen mit Elster übertragen müssen. Die andere Sache, mit der wir uns schon beschäftigt haben, war der Personalausweis, in dem ja unsere biometrischen Daten im Ausweis gespeichert sind und naja, auch schon länger, ein paar Jahre mehr im Pass. Dazu kam eben der Fingerabdruck, der dann ab nächsten Jahr eben auch zwangsweise erhoben wird. Das heißt, wir können uns nicht mehr dagegen wehren, dass unser Fingerabdruck im Ausweis gespeichert wird und dann von den Behörden ausgelesen werden kann. Doch diese beiden Beispiele sind bei weitem noch nicht alles. Wir wollen mal einige Beispiele nennen, in denen wir gegen unseren Willen gezwungen werden, digitale Geräte zu benutzen, damit unsere Daten bei staatlichen Stellen oder sogar bei Privatunternehmen ankommen und dort einfach benutzt werden können. Dafür haben wir uns heute mit Robby, einer Roboterdame, zusammengefunden, die uns zu diesem Thema interviewen soll. Hallo Robby, herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Guten Tag. Vielleicht kannst du uns zuerst einmal einen Überblick verschaffen, an welchen Stellen überall die Digitalisierung in unser Leben eingreift. Ja, da gibt es zum Beispiel die allgegenwärtige Videoüberwachung im öffentlichen Raum, aber auch in Geschäften und Supermärkten. Diese Videoüberwachung wird auch genutzt, um durch automatische Kennzeichenerfassung auf den Straßen unser Fahrverhalten und damit unsere Bewegungsprofile zu erfassen. Anfangs hieß es ja, dass lediglich zu schnelles Fahren erfasst werden soll, aber inzwischen werden auch diese Daten verknüpft mit Fahndungsdateien und unsere Daten landen in staatlichen Datenbanken. Vielleicht haben Sie alle vom Registermodernisierungsgesetz gehört, nachdem eben dann auch diese Datenbanken mit einem Generalschlüssel zusammengefasst werden sollen. Naja, und während anfangs eben noch die Gerichte dieses Vorgehen als unzulässig verworfen haben, gibt es inzwischen in vielen Bundesländern eine automatische Kraftfahrzeugkennzeichenerfassung als Regelbetrieb. Also, wie gesagt, kein Anlass, sondern einfach, man erfasst mal die Daten aller Menschen, die da vorbeifahren. Aber kommen wir zurück zur normalen Videoüberwachung. Wir erinnern uns doch alle an das Pilotprojekt des damaligen Innenministers de Maizière am Bahnhof Südkreuz zu einer angeblich intelligenten Videoüberwachung. Am Bahnhof Südkreuz, ein großer Umsteigebahnhof, da laufen täglich über diesen Bahnsteig 42.000 Menschen im Schnitt. Aus ihnen sollte dieses angeblich intelligente System
Gesuchte ausfindig machen. Das Ergebnis des, naja, mehr als ein Jahr, das ist nochmal ein halbes Jahr verlängert worden, anderthalbjährigen Projekts, war dann schließlich sehr ernüchternd. Mit einer Fehlerrate von 20% müsste in jedem Fall eines möglichen Gefährders, den man da in irgendeiner Datenbank hat, die Polizei ungefähr 600 Mal am Tag mit einem Einsatzkommando zuschlagen, um hinterher festzustellen, dass sich das intelligente System glücklicherweise geirrt hat. Damit war das Projekt am Bahnhof Südkreuz bereits die zweite große Verschleuderung von Steuergeldern. 2013 hatte man das EU-Forschungsprojekt INDEC mit einer ähnlichen Absicht gestartet, was aber diese auch nicht erfüllen konnte. Damals wurde versucht, die Daten von Videoüberwachungskameras im öffentlichen Raum mit den Daten aus sozialen Netzwerken, also zum Beispiel Facebook oder ähnlichem, zusammenzubringen, um daraus auf unnormales Verhalten zu schließen. Was ist unnormal? Das unnormale Verhalten zu definieren, das ist weder den damaligen Projektteilnehmern gelungen, noch sollte es grundsätzlich Aufgabe des Staates zu sein, zu bestimmen, welches Verhalten Menschen an den Tag legen dürfen oder sollten. Also als abnormal wurde zum Beispiel das Sitzen auf dem Fußboden im Zug gewertet. Nun, wenn die Züge entsprechend überfüllt sind, was sie jetzt ja leider nicht sind, dann kommt es schon häufig vor, dass da mal einer auf dem Boden sitzt und den dann gleich über die Kamera und das System als abnormal zu brandmarken und irgendwo ihn irgendwo zu kennzeichnen als abnormal ist, naja, unserer Ansicht nach ein Verstoß gegen unsere Menschenrechte. Was sollte denn abnormales Verhalten und damit verdächtig sein? Genau, Robby. Was in einer multikulturellen Gesellschaft abnormal ist, das sollte nicht willkürlich vom Staat oder irgendwelchen Gremien definiert werden. So eine willkürliche Definition von normalem Verhalten, das erzeugt Anpassungsdruck, der die Entwicklung in unserer demokratischen Gesellschaft eigentlich mehr gefährdet und garantiert nicht fördert. Das genannte EU-Forschungsprojekt INDEC wollte also aus dem Erkennen von abnormalen Verhalten und dem Vergleich mit Facebook die Polizei unterstützen. Das klare Ergebnis sind Fehlentscheidungen und Fehlalarme. Und in der Folge müssen dann Unschuldige ihre Unschuld beweisen. Normalerweise muss der Staat oder die Polizei uns eine Schuld nachweisen. Diese Umkehrung der Beweislast ist eine schwere Bürde. Damit kommen wir zu einem weiteren Block, der uns hier beschäftigen sollte. Die Qualität der Videoüberwachung ist ja inzwischen so groß, dass aus über 150 Meter Entfernung biometrische Fotos von den Gesichtern der Menschen erfasst werden können. Aber biometrische Merkmale gehören jedem Menschen allein. Bereits ihre Aufnahme und Speicherung in Ausweis und Pass ist nach unserer Ansicht eine Verletzung unserer Privatsphäre und unserer Grundrechte. Leider hat das Bundesverfassungsgericht und später auch der Europäische Gerichtshof die Speicherung biometrischer Daten, wie das biometrische Foto und der Fingerabdruck im Pass, leider eben genehmigt. Dagegen kommen wir also nicht an, aber es gibt neue Entwicklungen. Für den in Deutschland üblichen Personalausweis war es ja bisher freiwillig, einen Fingerabdruck abzugeben. Diese Freiwilligkeit endet am 1. August im nächsten Jahr, 2021.
Bereits vor 2 Jahren wurde auch das Ausweisgesetz schon einmal geändert, nämlich deshalb, weil 10 Jahre lang existierte der elektronische Ausweis und die staatlichen Behörden hatten beobachtet, dass von den 80 Millionen, die sich in der Zeit einen neuen Ausweis machen lassen mussten, nur 4 Millionen einen Schlüssel erzeugen ließen, der auf diesem Ausweis gespeichert wird. Diese Freiwilligkeit, das war also diese Speicherung des Schlüssels war freiwillig, das wurde in dem Gesetz vor 2 Jahren entsprechend geändert. Nun muss man den Schlüssel deaktivieren, wenn man ihn nicht nutzen möchte. Das, was dann viele eben sicher nicht machen werden, weil sie dann erstmal sich ehrlich darüber kundig machen müssten, wie man das tut, oder sie wissen von der Existenz dieses Schlüssels gar nichts. Wir wollen ja gar nicht leugnen, dass es Anwendungen geben könnte, gibt es aber bisher nicht, die es wert wären, einen elektronischen Schlüssel auf dem Ausweis zu nutzen und sich damit wirklich richtig zu identifizieren. Aber wie gesagt, solche Anwendungen gibt es bisher kaum. Wenn ich aber jetzt den Ausweis verliere, dann muss ich meine Unschuld beweisen, wenn jemand anderes diesen für irgendwelche Geschäfte nutzt. Schon wieder haben wir es mit einer Umkehrung der Unschuldsvermutung zu tun. Nun soll es zusätzlich im nächsten Jahr einen Personalausweis auf dem Handy geben. Und ab 2022 soll es E-Rezepte geben. Das heißt, ich kriege vom Arzt eben das Rezept nicht mehr auf dem Zettel, sondern es wird mir zugeschickt aufs Handy in irgendeine E-Rezept-App. Also nur noch elektronische Rezepte auf dem Handy. Das allein ist schon schlimm genug. Aber jetzt stellen wir uns das mal in Verbindung mit dem Personalausweis auf dem Handy vor. Wir kommen in eine Polizeikontrolle und der Polizist sieht dann bei der Ausweiskontrolle auf dem Handy auch gleich die Rezepte über irgendwelche Psychopharmaka und packt den so kontrollierten Menschen zumindest in seinem Kopf gleich in die passende Schublade. Zum Thema Freiwilligkeit passt auch gut die EPA, die elektronische Patientenakte. Diese wurde im PDSG, das Patientendatenschutzgesetz, im Sommer jetzt 2020 beschlossen und ab 1. Januar 2021 wird sie eingeführt. Wir haben darüber ja schon mal hier auf dem Sender in der Engagementwoche diskutiert. Auch bei der Speicherung und Weitergabe von unseren Gesundheitsdaten in einer EPA kann es nämlich zu Missbrauch führen. Und wir haben keinen Überblick mehr darüber, wer die Daten zu welchem Zweck öffnet oder sich sogar kopiert. Bei der EPA ist vorgesehen, dass die Ärzte alle Daten sehen, auch die von anderen Ärzten. Also der Zahnarzt sieht auch die Ultraschallbilder deiner Eierstöcke, Robby. In Phase 1, also im Jahr 2021, sind die Daten nur für den Arzt lesbar. Das heißt, ich habe selbst keinen Einblick darüber, er muss es mir vorlesen und dazu wird er wahrscheinlich wenig Zeit haben. In der zweiten Phase ab 2022 soll es Apps geben für Smartphone und Tablet, mit denen ich auf die EPA zugreifen kann. Was mache ich, wenn ich gar keine Geräte dieser Art habe? Anderes Problem ist, dass Hilfskräfte, also Pfleger und Krankenschwestern, nach PDSG nur unter Aufsicht auf diese EPA-Daten zugreifen dürfen. Nun, beim üblichen Stress, den wir in Krankenhäusern kennen, ist das völlig unrealistisch. Und damit
addiert sich die Anzahl der Menschen, die eine EPA sehen können, bundesweit auf ca. 2 Millionen Menschen. Natürlich dürfen auf meine EPA immer nur die zugreifen, die theoretisch irgendwas mit meiner Behandlung zu tun haben. Aber über die Jahre kann das ein ganz schöner Datensalat werden. Klar ist auf jeden Fall, wer eine EPA mal beantragt hat, der hat die Hoheit über seine Gesundheitsdaten verloren. Es gibt immer nur ein Alles oder Nichts. Also die Freiwilligkeit, die ja im Patientendatenschutzgesetz verbirgt ist, die endet, sobald man sich dazu entschlossen hat, sich eine EPA anlegen zu lassen. Dann gibt es auch in dem Gesetz diesen tollen Begriff technische Zugriffsfreigabe. Tja, damit würde man also dem Arzt oder einer bestimmten Behandlung zustimmen, dass die dort gespeichert werden kann. Das kann aber doch nicht die ganze Einwilligung eines Versicherten sein. Das ist auf jeden Fall nicht kompatibel oder konform zur Datenschutzgrundverordnung, wie sie in Europa für alle Menschen eigentlich gelten soll. Anderes Thema zum Beispiel, die Gesundheitsdaten, die sind ja normalerweise geschützt durch eben das Zeugnisverweigerungsrecht des Arztes. Das heißt, der muss nicht über meine Krankheiten Auskunft geben. Meine Gesundheitsakte darf im Krankenhaus auch nicht beschlagnahmt werden. So ein Beschlagnahmeverbot, das gilt aber nur für approbierte Ärzte. Wenn wir jetzt sehen, dass auch Hilfskräfte auf die Daten zugreifen können, dann dürfen die sich eben nicht weigern, die Daten herauszugeben, wenn sie darauf Zugriff haben. Tja, die EPA soll ja, also das Anlegen einer EPA soll ja freiwillig sein, aber der Arzt, der dafür bezahlt wird, wenn er sie für uns anlegt, der wird natürlich Interesse daran haben, das zu tun. Und ob man dann in gesundheitlich kritischen Situationen in der Lage ist, zu sagen, die Forderung des Arztes abzulehnen, das ist mehr als fraglich. Und wie gesagt, hatten wir ja oben schon erwähnt, wenn wir eine EPA angelegt haben oder uns anlegen lassen haben, dann wird es schwierig, die wieder zu löschen. Jeder Patient sollte sich darüber bald informieren, denn wie gesagt, ab 2021 kann der Arzt uns das vorschlagen oder es gibt andere Briefe von Krankenkasse oder dem Betreiber des Systems, der Gematik, die uns das schmackhaft machen, weil zum Beispiel Doppeluntersuchungen erspart werden können. Nun ja, erspart der Krankenkasse, aber ob das für uns eine Ersparnis ist, das wissen wir nicht. Ich merke schon, Robby, ich langweile dich, weil deine Gesundheit hängt ja weniger da von der EPA ab. Kommen wir zurück zum Personalausweis. Über die Probleme bei der Ausweisbeantragung hatten wir ja in dem Artikel Zwangsdigitalisierung schon geschrieben. Hier ist der Link dazu. Schauen Sie mal rein, weil das ist auch eine Odyssee, die man erleben kann bei eben Neubeantragung eines Ausweises. Da ist, wie gesagt, auch beschrieben, wie Steuerpflichtige zur Nutzung von Elster gezwungen werden. Und naja, das haben Sie ja wahrscheinlich alle auch schon erlebt. Besonders gilt das eben, wie gesagt, für Solo-Selbstständige, Künstler und so weiter, die ja eigentlich ihre mageren Einnahmen nun auch auf einem berühmten Bierdeckel, wie es mal irgendein Politiker vorgeschlagen hat, erklären könnten, aber sie sollen Elster machen. Das dritte große Kapitel mit zum Thema Zwangsdigitalisierung sind unsere Bewegungsdaten. Allein durch den Besitz unseres Smartphones oder Handys sind unsere Bewegungen durch die Landschaft nachzuvollziehen. Die
Die Provider speichern die Position unseres Gerätes relativ zu ihren Antennenstandorten. Das geschieht automatisch. Wenn Ihnen diese Angaben zu ungenau sind, das sind ungefähr 30 bis 50 Meter Genauigkeit, dann haben Sie die Möglichkeit, die GPS-Daten unseres Handys zu nutzen, wenn wir GPS nicht ausgeschaltet haben. Aber ja, zum Beispiel für Routing-Systeme im Auto oder so ist es natürlich eine praktische Sache. Damit sind wir auf ungefähr 10 Meter genau zu erkennen. Noch genauer wird unser Standort erfasst, wenn wir unser Gerät mit irgendwelchen Apps ausgestattet haben, die von Supermärkten oder Geschäften angeboten werden und mit Kundenkarten meistens kombiniert sind, um uns irgendwelche Rabatte schmackhaft zu machen. Dann lässt sich über Bluetooth unsere Position vor einem Supermarktregal auf einen Meter bestimmen und damit auch unsere Vorlieben erkennen. Was hat das noch mit Zwangsdigitalisierung zu tun? Ja, du hast recht, Robby. Wenn wir uns solche Apps installieren, dann sind wir selber schuld. Stimmt. Gerade in den letzten Monaten wurde uns ja gerade die Corona-App schmackhaft gemacht. Damit sollten Kontakte zu eventuell positiv infizierten Menschen nachverfolgbar gemacht werden. Positiv an der Corona-App ist immerhin die Diskussion, die zu ihrer Konfiguration geführt hat, weil wir haben damit festgelegt, dass die Daten nach einem festgelegten Zeitraum gelöscht werden. Das gilt ja für Supermarkt-Apps bestimmt nicht und das heißt, da ist man lebenslang darauf festgenagelt, wo man seine Vorlieben oder Abneigung hat. Aber trotzdem, genauso fragwürdig ist aber zum Beispiel die Corona-Nachverfolgung über QR-Codes in Restaurants. Haben Sie vielleicht schon gesehen, also jetzt sind sie gerade geschlossen, aber die Anbieter dieser Apps sammeln persönliche Daten und vergessen scheinbar auch manchmal das Löschen dieser Daten. Hier ist ein Link zu so einem Artikel. Und ja, dann bleiben über 10 Jahre unsere Daten in irgendwelchen Datenbanken und ja, werden für Werbung oder Ähnliches genutzt. Ein letztes Thema ist die Gefährdung unserer Kommunikation. Unsere Privatsphäre hängt wesentlich davon ab, dass wir davon ausgehen können, dass unsere Gespräche, Briefe und E-Mails nicht von Fremden abgehört oder mitgelesen werden. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung legt feste Regeln vor, die einzuhalten sind. Damit sollte es eigentlich möglich sein, das Recht auf die eigene Kommunikation auch durchzusetzen. Leider hat der Staat im Rahmen der Antiterrorgesetzgebung nach dem Jahr 2001 viele unserer Grundrechte angeknabbert. So wurde 2007 die Vorratsdatenspeicherung unserer Telefon- und Internetverbindung zum Gesetz und im Jahr 2008, also ein Jahr später schon, durch die Novelle des BKA-Gesetzes eben der Lauschangriff auf private Wohnungen erlaubt. Im März 2009 wurde mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Artikel 10 Gesetzes, das ist das für die Geheimdienste, sogar die Überwachung Minderjähriger und die Ortung von Handys durch den Verfassungsschutz, also ein Geheimdienst, erlaubt. Während die Vorratsdatenspeicherung sofort wieder als anlasslose Überwachung aller Menschen für illegal erklärt wurde, nämlich schon im Jahr 2010 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung gekippt, so galt leider das BKA-Gesetz für weitere 8 Jahre, bis dann auch das Bundesverfassungsgericht ein Urteil dazu gefällt hat und weite Teile für unzulässig erklärt. Nochmal. Was hat das noch mit Zwangsdigitalisierung zu tun? Ja, Robby, ich merke schon, du passt wirklich auf. Natürlich können wir sagen,
Wir verzichten freiwillig auf sämtliche Kommunikation mit anderen Menschen, verkriechen uns in einer Holzhütte im Wald und leben da glücklich bis an unser Ende. Da kann uns keiner abhören. Wollen wir jedoch mit anderen Menschen kommunizieren, so sollte es inzwischen üblich sein, dass wir dafür auch elektronische Mittel verwenden. Wir sind ja keine Maschinenstürmer. Wir möchten aber diese Geräte unbeobachtet nutzen können. Und dazu gehört es, dass wir unsere Daten auch auf dem eigenen Rechner, aber vor allem bei der Kommunikation verschlüsselt versenden. Dieser Wunsch hat zuerst einmal gar nichts mit Misstrauen gegenüber dem Staat zu tun, denn es gibt ja auch genug Kriminelle, die mittels Hacks versuchen, an unsere Daten ranzukommen. Beispiele davon haben wir zu Hunderten auf unserer Webseite. Einfach mal nach Datenskandale oder nach Datenpannen suchen. Es häuft sich. Deshalb ist die verschlüsselte Kommunikation ein Grundpfeiler für unser Zusammenleben. Dagegen hat jedoch der Staat erst im Sommer mit dem Zwang zur Passwortherausgabe, und zwar nicht durch uns, sondern durch die Internetprovider, einen großen Stolperstein der freien Kommunikation in den Weg gelegt. Hier ein Lied dazu. Nach der üblichen Salamitaktik wird nun gerade beabsichtigt, ein grundsätzliches Verbot einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchzusetzen. Dazu hat die EU ein Papier veröffentlicht, in dem sie die Provider von Messenger-Diensten zwingen will, einen Generalschlüssel anzulegen, mit dem jede Ende-zu-Ende-Kommunikation unabhängig von der Bereitschaft der Kommunikationspartner lesbar wäre. Damit wird das wieder erlaubt, was man ja gerade mit der Verschlüsselung verhindern will, nämlich den Man-in-the-Middle-Angriff, also das Mitlesen der Kommunikation auf irgendeiner Zwischenstation der Datenübertragung. Damit ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Generalschlüssel dann von kleinen und großen Kriminellen zum Kauf angeboten werden. Und ich weiß nicht, ob wir uns diesen Verlust an Sicherheit leisten sollten. Also weder staatliche Stellen wollen auf sichere Kommunikation verzichten, erst recht nicht Banken, Online-Portale für Reisebuchungen oder eigentlich bricht damit der ganze Online-Handel zusammen. Eine Forderung, macht alles unverschlüsselt, aber macht es digital, das ist unserer Ansicht nach genau der Gipfel von Zwangsdigitalisierung. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil gegen die Vorratsdatenspeicherung, wie gesagt damals März 2010, einen neuen Begriff erfunden, und zwar die Überwachungsgesamtrechnung. Mit diesem Begriff will oder wollte das Gericht damals zumindest dafür sorgen, dass künftig nicht nur einzelne Überwachungsmaßnahmen vor Gericht überprüft werden, sondern stets auf die Summe der Maßnahmen geachtet wird. Ob nicht diese ein grundrechtlich erträgliches Maß an Überwachung für den einzelnen Menschen überschreiten. Na gut, na gut. Ich sehe ein, dass du dich bei der Benutzung von digitalen Geräten oder in der Kommunikation mit uns Maschinen unwohl fühlst. Das liegt aber nicht an uns. Wir Maschinen haben feste Regeln, Programme und Gesetze, an die wir uns halten müssen. Meinst du etwa die Robotergesetze von Isaac Asimov? Ja, denn Isaac Asimov formuliert 1942 die folgenden Gesetze. Erste: Ein Roboter darf kein menschliches Wesen, wissentlich, verletzen oder durch Untätigkeit, wissentlich, zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweite: Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren.
Dritte, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Ja, aber Roboter im militärischen Bereich, also automatische Waffensysteme, Smart Bombs, Drohnen, Kampfroboter, bist du ja glücklicherweise nicht, Drohnenschwärme, die auch Flugzeuge zum Absturz bringen sollen, die folgen solchen Gesetzen nicht? Ja, gerade das Thema der bewaffneten Drohnen ist eines, was uns seit einigen Jahren schwer beschäftigt. Überwachungsdrohnen der Polizei haben mit hochauflösenden Kameras bereits die Möglichkeit, aus 160 Meter Entfernung Gesichter biometrisch zu erkennen. Kampfdrohnen des Militärs haben sicher noch bessere Kameras. Und sie haben 4 Raketen und 2 Bomben, die sie mitnehmen und die am Boden einen letalen Radius von 30 bis 60 Meter besitzen. Das heißt, in diesem Umkreis werden Menschen, die den angeblichen Gefährder begleiten, zu Fuß oder im Fahrzeug, einfach mitgetötet. Drohnen bieten für den Verwender den Vorteil, dass er über einen langen Zeitraum bei Flugzeiten von über 12 Stunden aus der Ferne das Geschehen beobachten kann. Und er kann es dann beeinflussen, ohne dass die anderen ihn bemerken. Dies führt bei den anderen, also den Menschen in den Ländern, zu Angst und Verhaltensänderungen. Und senkt natürlich auch grundsätzlich die Schwelle bei Konflikten. Deshalb sind Kampfdrohnen eine Verletzung des Menschenrechts und allerdings auch des Kriegsvölkerrechts. Dieses geht nämlich davon aus, dass eine Auseinandersetzung, auch sei sie auch gewalttätig, eben auf gleichberechtigter Ebene geschehen. Hier sitzt der sichere Pilot tausende Kilometer entfernt und kann über Leben und Tod anderer entscheiden. Wir sehen in bewaffneten Drohnen, die über den Menschen kreisen und aus für den Einzelnen völlig unbekannten Gründen plötzlich Raketen oder Bomben abwerfen, eine schwere Menschenrechtsverletzung. Ein über tausende Kilometer entfernter Pilot sieht irgendetwas auf seinem Bildschirm, bekommt den Befehl, dieses Ziel zu bombardieren. Und oft ist einfach die Begründung, es muss sich um einen feindlichen Kämpfer handeln und der muss ausgeschaltet werden. Vielleicht ist es aber auch nur ein Freund oder ein Familienangehöriger von dem, der in den Besitz des Handys gelangt ist, auf dessen Ortung der Angriffsbefehl beruht. Schon wieder sind elektronische Geräte beteiligt und, naja, in der Drohne erst recht. Mit so einem Vorgehen wird jeder rechtsstaatliche Grundsatz ad absurdum geführt. Dieser Pilot ist gleichzeitig Ermittler, Richter und schließlich der Henker. Es gibt in diesem Prozess für niemanden eine Möglichkeit, Gegenbeweise oder Widerspruch anzuführen. Darüber hinaus sind die Opfer, und es sind inzwischen über 10.000 Menschen, die von Drohnen weltweit getötet wurden, bis zum Moment ihrer Hinrichtung nicht darüber informiert, dass ihnen irgendetwas vorgeworfen wird. Auch Kinder werden, ebenso wie Frauen und andere Zivilisten, Opfer dieser unmenschlichen Kriegsstrategie. Es sind bereits über 500 Kinder, davon mindestens 300 namentlich bekannt, und mehrere tausend Frauen ermordet worden. Genau zu diesem Thema der Ermordung von Kindern macht unser Verein seit fast 2 Jahren Ausstellungen in Deutschland. Unter dem Link drohnenquilts.de stellen wir Patchwork-Decken im Angedenken an diese Kinder aus. Auf der Webseite kann man sich darüber informieren und die Ausstellung gegen eine geringe Gebühr auch ausleihen. Wir würden uns freuen, wenn sich jemand meldet. Auch die Ausstellung der Drohnenquilts war bereits ein Thema in einer Sendung auf diesem Kanal.
Das Drohnenthema insgesamt beschäftigt uns natürlich auch, weil die Drohnen und auch andere fast automatische Waffen zu einer Bedrohung für die Menschheit werden können. Ihre Automatisierung schreitet voran und mit dem Argument der künstlichen Intelligenz solcher Maschinen werden ihnen zunehmend mehr Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Wir wollen aber keine automatischen Kriege. Nicht automatische wollen wir natürlich genauso wenig. Und Robby, jetzt hast du recht. Das hat jetzt wirklich nichts mit Zwangsdigitalisierung zu tun. Das ist ganz normaler Kriegsalltag. Und wir als Friedens- und Menschenrechtsorganisation wenden uns gegen solche Praktiken. Doch jetzt, Robby, zurück zu unseren Robotergesetzen. Das hat sich der liebe Herr Asimov 1942 sicher gut überlegt, aber schauen wir uns doch mal die automatischen und teilautomatischen Waffensysteme an, die inzwischen überall in Betrieb sind. Diese folgen deinen Gesetzen nicht. Du bist gemein zu mir. Denn wir sind in unserem Handeln nicht autonom. Wir folgen Programmen und viele Programmierer arbeiten im Auftrag der Militärs. Ja, genau, das ist das Problem. Maschinen folgen Programmen und können bestenfalls mit der sogenannten künstlichen Intelligenz ihre Programme erweitern. Die Absichten und die Ziele, die der Auftraggeber den Programmierern gesetzt hat, die könnt ihr nicht umgehen. Deshalb ist jeder Zwang zur Nutzung von fremden Programmen und Geräten, über deren wirklichen Absichten und Ziele man selbst noch nicht mal was weiß, eine Einschränkung unserer Freiheit und in jedem Fall eine Einschränkung unserer Privatsphäre. Ich will an der Stelle noch gar nicht von der EU-Identität sprechen, die Frau von der Leyen für alle europäischen Bürger durchsetzen möchte. Vorher müssen die einzelnen Länder ja noch die nationalen Personenkennzeichen eingerichtet haben. Das ist bei uns in Deutschland schon im Gange. Aus der Steuer-ID, die ja auch jeder kennt, im Zusammenhang mit Elster und auch auf dem Papierbogen ist die einzutragen. Aus der Steuer-ID, die bei ihrer Einführung vor 20 Jahren nur ein Schlüssel für das Finanzamt werden sollte, soll das vom Bundesverfassungsgericht 1969 eigentlich verbotene Personenkennzeichen werden, mit dem alle Behörden in Deutschland Zugriff auf die persönlichen Daten eines Menschen bekommen können. Bei uns, wie gesagt, in Deutschland läuft das alles unter dem Begriff Registermodernisierung. Das mag für einige Behörden dann schneller oder einfacher sein, auf unsere Daten zuzugreifen. Das Problem ist, wir sind mit dieser Personenkennzahl, also der Steuer-ID, dann eindeutig identifizierbar und die Daten können aus verschiedenen Datenbanken abgeglichen werden. Dieses Data Mining ist eine ganz gefährliche Sache, ist aber nicht unser Thema heute, lassen wir mal weg. Was uns da so passieren kann, darauf ein Vorgeschmack ist dann die im nächsten Jahr oder also 2021 bevorstehende Impfung gegen Corona. Was hat denn das schon wieder mit Zwangsdigitalisierung zu tun? Wie gesagt, es soll ja niemand zum Impfen verpflichtet werden, aber ohne den Impfnachweis wird man dann einfach kein Bahnticket oder eine Flugreise buchen können und auch kein Hotel. Am Ende bleiben Apotheke, Arzt, Lebensmittelladen die einzigen Orte, die man eben ohne Impfung besuchen darf. Auch eine Möglichkeit, einen Zwang durchzusetzen, weil ja die Impfung freiwillig ist. Oder obwohl sie freiwillig ist. Überall sonst wird einem einfach der Zugang verwehrt, so wie es heute schon in China Menschen ergeht, die eben die entsprechende App oder einen Negativtest nicht nachweisen können. Nicht der Zwang, sondern
Das Ausgrenzen ist das Mittel sowohl der Zwangsdigitalisierung und das eben an diesem Beispiel deutlich gemacht. Hoffen wir, dass es nicht so hart kommt. Okay, ich glaube dir ja, dass du die Einschränkungen deiner Bewegungsfreiheit als Zwang empfindest. Oh, ich weiß ja gar nicht, was Glauben ist. Aber du musst doch zugeben, dass die Digitalisierung euch eine Menge Zeit erspart, die ihr für sinnvolle Tätigkeiten verwenden könnt. Sieh mal als Beispiel die Digitalisierung bei der Einreise aus Risikogebieten, zum Beispiel mit dem Flugzeug. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte dazu in der Mitte Oktober gesagt: Mit der digitalen Einreiseanmeldung beenden wir endlich die Zettelwirtschaft im Reiseverkehr. Nun müsst ihr nur noch diese Einreiseanmeldung auf eurem Smartphone eingeben und es muss kein Zettel ausgefüllt und den Stewardessen zum mühsamen Einscannen übergeben werden. Ja, sorry Robby, das ist leider kein gutes Beispiel. Den Zettel für den Ausreisezettel oder Einreisezettel, den könnte ich während des ganzen Fluges ausfüllen, wo das Handy ja nicht funktioniert. Nach der Landung beim Aussteigen ist sicher nicht die Zeit dafür. Ich muss es also vor dem Einsteigen in den Flieger machen. Außerdem, ich habe gar kein Handy, was mache ich dann? In Singapur muss ich in solchen Fällen einen aktiven AirFit-Chip mit mir tragen, der mich jederzeit identifizieren kann. Viel schlimmer ist jedoch, was auch dieses Beispiel gerade zeigt, dass wir Schritt für Schritt zur Nutzung solcher Techniken angelernt werden. Wer sagt mir denn, dass die Daten meiner Anmeldung nur an die Gesundheitsämter weitergegeben werden und nicht an Geheimdienste oder Meldebehörden mitgegeben werden? Wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwann keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr geben sollte, dann sind die sowieso mit in der Leitung. Das haben wir uns, oder das hat uns ja sogar schon Edward Snowden berichtet, als er X-Keyscore bekannt machte, das Programm, mit dem die Geheimdienste eben die Daten sortieren, suchen und auswerten können, die eben sie interessieren. Kannst du uns etwas mehr über Edward Snowden erzählen? Ich habe gehört, dass er sogar bei euch im Verein ist. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Edward Snowden hat im Juni 2013 in der Öffentlichkeit über seine Arbeit bei den US-Geheimdiensten berichtet. Sofort wurde er zum meistgesuchten Menschen auf der Welt. Während seines Fluges von Hongkong nach Südamerika wurde bei der Zwischenlandung in Moskau sein Pass durch die US-Behörden einfach für ungültig erklärt, sodass es ihm unmöglich war, seine Reise fortzusetzen. Seitdem lebt er gegen seinen Willen im Exil. Nach jährlichen Verlängerungen hat ihm die russische Regierung inzwischen seinen dauerhaften Aufenthalt in Russland genehmigt. In dem Jahr nach seinen Veröffentlichungen, also 2014, haben überall auf der Welt Menschen gegen die totale Überwachung durch die US-Geheimdienste demonstriert. Auch wir, mit unserem Transparent, wie man hier sieht, wurden wir damals sogar Teil des Snowden-Films über Edward Snowden. Da wir seine Veröffentlichung für unsere Themen als absolut wichtig betrachteten, haben wir auf unserer Jahresmitgliederversammlung im Juni 2014 beschlossen, ihn zu unserem Ehrenmitglied zu ernennen. Er hat uns über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er dies gerne annimmt. Seine Enthüllungen sind so wichtig, dass wir die Kernpunkte davon in unserer Publikation Überwachung durch den Staat aufgeschrieben haben. Auch dazu lief vor einigen Wochen eine Sendung auf diesem Kanal. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die US-Geheimdienste zusammen mit ihren Verbündeten,
den sogenannten Five Eyes, also Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und die USA, die gesamte Kommunikation auf der Welt, egal ob es Telefongespräche sind oder die Kommunikation über einen Computer. Sie können es abhören und Sie können es sogar speichern. Erst vor wenigen Jahren wurde dazu ein riesiges Speicherzentrum im US-Bundesstaat Utah fertiggestellt, das während der Regierungszeit von Präsident Obama geplant wurde. Ja, ich habe auch einen großen Speicher, aber was soll man mit diesen vielen Daten anfangen? Richtig, Robbie. Daten sammeln alleine hilft wenig. Das haben wir bei unseren Geheimdiensten auf der Suche nach Terroristen auch oft gemerkt. Und hier schließt sich der Kreis auch wieder zu dem Programm X-Keyscore. Damit ist es nämlich möglich, in dieser unglaublichen Fülle von Daten sinnvoll zu suchen. Das heißt aber leider nicht, dass dadurch die Arbeit der Geheimdienste sinnvoll wird. Sie können viel finden, aber ob es sich um sinnvolle oder in dem Zusammenhang richtige Ergebnisse handelt, das müssen wieder Menschen entscheiden. Naja, und die machen, wie du weißt, Fehler. Und solche Fehler führen dann dazu, dass Unschuldige ihre Unschuld beweisen müssen, denn die Behörden setzen voraus, dass sie im Recht sind, weil ihnen die Programme gesagt haben, dass es so sei. Solche falschen Treffer, auch falsch positivs genannt, in den Suchergebnissen haben dann oft die Betroffenen keine Gelegenheit, ihren Kopf aus der sich schließenden Schlinge zu ziehen. Der wohl krasseste Fall ist ein Beispiel aus England. Es ist die Operation Ore. Unter Wikipedia findet man das unter Op Ore. Da haben die europäischen Polizeibehörden mit dem FBI zusammengearbeitet. Allein in Großbritannien wurden über 5000 Personen im Rahmen dieser Aktion wegen des Besitzes von Kinderpornografie festgenommen. Viele von ihnen wurden verurteilt, 32 von ihnen begingen Selbstmord. Erst später stellte sich dann im Laufe weiterer Ermittlungen heraus, dass ihre Kreditkartennummern von den wirklich Kriminellen missbraucht wurden. Ihre einzige Gemeinsamkeit war, dass sie in einem normalen Online-Shop ihre Kreditkartennummern verwendet hatten. Für mindestens 5000 Menschen war dadurch ihr bisheriges Leben zerstört und meist auch das ihrer Familie. Du siehst also, auch die beste angeblich künstliche Intelligenz bringt nichts. Danke für deine Ausführungen. Ich habe einiges gelernt. Hoffentlich löscht niemand meinen Speicher. Es war nett, mit dir zu reden. Aber auch bei dem Gespräch mit dir kann ich mir ja nicht sicher sein, dass niemand unsere Kommunikation mitgehört hat. Oder dass du sie vielleicht sogar für Google und Co. oder irgendwelche anderen Dienste gespeichert hast. Ich finde es auch seltsam, dass Menschen sich eine Alexa oder ähnliches ins Wohn- oder gar Schlafzimmer stellen und ihre Wünsche oder Fragen mit Amazon, Apple, Google und Co. teilen. Aber ich verspreche dir, dass außer den Zuschauern am Fernsehschirm niemand unser Gespräch belauscht hat. Das beruhigt mich ja sehr. Robbie, ich danke dir für dein Interesse und hoffe, dass wir auch die Zuschauer nicht gelangweilt haben. Wie gesagt, Aktion Freiheit statt Angst beschäftigt sich mit noch vielen weiteren Themen zum Schutz unserer Grundrechte. Schauen Sie bei Gelegenheit einfach mal auf unsere Webseite. Ganz einfach a-fsa.de und schon sind Sie bei uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Aktion Freiheit statt Angst möchte sich in den verbliebenen 3 Minuten bei Ihnen bedanken, dass Sie uns in den letzten 10 Jahren so treue Zuschauer waren. Wir konnten Ihnen in dieser Zeit 20 verschiedene Sendungen vorführen über unsere Arbeit, über Diskussionen mit unseren Bündnispartnern. Hier sehen Sie die verschiedenen Titel der Sendungen, die natürlich im Netz und auf unserem Server weiterhin verfügbar sind. Schauen Sie einfach mal auf www.a-fsa.de/d2vl. Das V und das L bitte groß. Sie können diese Sendung natürlich auch auf YouTube oder Vimeo finden. Dann sagen wir Tschüss für heute und verabschieden uns mit einem Lied von unserem zweiten Ehrenmitglied im Verein, Hansi Dressler und der Freiheit statt Angst Song. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Im Internet bist du schön und klug, hast jede Menge Freunde, fühlst dich gut. Bücher interessieren dich nicht, denn dein Computer denkt für dich. Bits gehen rein, Bits gehen raus, am anderen Ende der Leitung spähen sie dich aus. Die kennen deine Festplatte besser als du, und wenn sie was finden, greifen sie zu. Gelingt, wenn dir das stinkt, dann steh auf, dann wache auf und wehre dich und sage nicht bitte, nein, du verlangst dein Recht auf Freiheit. Wir fordern unser Recht ein auf Freiheit.
Irren, Terroristen, Dschihadisten, Faschisten, Extremisten. Aber glaubst du wirklich, dass ich dein Leben sicherer mach, wenn Big Brother uns überwacht? Daten sammeln hat noch keinen Anschlag dahinter, hat weder Angst noch Gefahr für